Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe schon was aus der Folie geholt. Das sind zwei Paketchen, die mir zugestellt wurden. Da habe ich die Anfrage gekriegt, ob ich darüber gerne Videos machen wollen würde. Ich muss mal meinen Nougat wegräumen. Und ich habe natürlich gesagt, ja, weil das was Cooles. Werdet ihr ja in der Beschreibung schon sehen, das sind Lampen. Ich werde euch mal nach umdrehen. Eine habe ich schon so, die Folie schon abgemacht, weil die habe ich im Stream schon gezeigt. Und das ist die oberste. Die packen wir jetzt einfach nochmal aus. Nicht wundern, die Katze liegt hier. Die ist gerade rollig. So, hier habe ich die Folie, die ich abgemacht habe von der 3D-Lampe. Hier haben wir den 3D-Lampe User Guide. In Englisch. Also man soll nicht direkt drauf fassen, sondern nur an den Ecken. So. Und dann halt noch mehr. So. Hier haben wir dann einmal die Platte. Ich packe das mal beiseite. So, dann haben wir einmal, okay, den Standfuß. Und einmal ein USB-Kabel. Mehr ist hier nicht drin. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Varianten. Ich packe mal den Karton so ein bisschen zusammen. Ich werde euch die Webseite unten drunter verlinken, logischerweise. Ich habe jetzt die Variante bekommen mit einem An- und Aus-Knopf, der hier, ja, also man sieht ihn nicht, also das ist so berührungssensitiv. Der macht an, aus und halt wechselt das Licht. Da sind die LED-Leuchten drin. Und hier haben wir USB. Da. Und zusätzlich können wir aber auch sagen, wir möchten es mit drei Batterien betreiben. Ich glaube, ich werde zum Test, werde ich drei Batterien reinmachen. Meine Tochter hat irgendwo Batterien hingeschmissen. Oh. Die gibt es aber auch noch in ganz anderen Varianten. Ich muss jetzt mal gucken bei dem, ob hier eine andere Variante mit bei ist. So, hier ist dann das nächste drin. Nochmal ein User Guide. Wieder ein USB-Kabel, den können wir drinnen lassen. Und, nee, ist nochmal das gleiche. Ist nochmal genau das gleiche. Wir werden die auch gleich anmachen. Ich werde euch gleich auch noch die Platten zeigen. Wie gesagt, die gibt es jetzt in dieser ganz normalen, schlichten, schwarzen Variante, wie ich jetzt hier euch zeige. Mit einem Knopf hier vorne für An-Aus und halt auch Farbwechsel. Dann gibt es aber auch noch die Variante mit Fernbedienung. Da habt ihr eine Fernbedienung mit bei und könnt von Weitem die an- und ausmachen und die Helligkeit und ich glaube, Helligkeit war mit bei und die Farbe logischerweise. Dann gibt es aber auch noch einen Standfuß, der nicht so schwarz ist. Den gibt es halt in verschiedenen Farben. Gibt es auch in Weiß. Was ich richtig geil fand, in Weiß oder in Schwarz. Und dann sieht es so aus, als wenn das so aufgerissen ist. Und dann leuchtet der Standfuß auch nochmal. Also nicht nur das, was wir jetzt oben rauf machen werden, leuchtet, sondern auch der Standfuß. Und das sieht dann so eingerissen aus. Richtig geil. Sieht richtig geil aus. Ich werde euch nicht nur die Webseite verlinken. Ich werde euch mal Bilder auch von dem, also auch Artikel, wo dann halt die entsprechenden Bilder drin sind, verlinken. Also die, die ich habe, werde ich verlinken. Und natürlich, damit ihr mal seht, wie die verschiedenen Standfüße aussehen. Voll geil. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit reicht denn der USB-Kabel? Vielleicht nehmen wir dann doch einen USB-Kabel. Nee, der ist ein bisschen kurz. Der ist ein bisschen kurz. Da werden wir für das Hardware-Video doch mal auf Batterien zurückgreifen. Da brauche ich sechs Batterien. Da muss ich die Kamerafrau gleich mal fragen. Die Kameratochter besser gesagt. Die kann ja schon mal die Batterien rausholen. Kameratochter? Ich glaube, die ist auf Klo oder draußen. So. Jetzt machen wir aber einfach mal das hier auf, dass ich euch das zeigen kann. Wie gesagt, in der Anleitung steht, nicht draufpatschen, sondern von der Seite. Ist ja gut, Mausi. Geh mal rüber. Ja, so schön. So. Ich habe hier einmal das
Warte mal, dafür muss ich das Licht ausmachen. Das Modell Controller. Seht ihr das? Und ist so ein Controller-Modell hier drin. So, seht ihr das vielleicht ein bisschen besser? Warte mal, ich mach mal das Licht auch noch aus. So. Also seht ihr das nicht besser. Na, das ist jetzt schade. Vielleicht von der anderen Seite, ja doch von der anderen Seite, wo es ein bisschen matter ist, da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr sehen, ja. Das ist einmal ein Controller, ein PS3-Controller, wie ihr seht. Also man hat auch hier die PlayStation-Taste. Auf der Vorderseite war halt, ach Mensch Mausi, war halt die Folie drauf, auf der Rückseite nicht. Ich glaube, es kommt dann auch... So rein. Ja. Zack, einmal rein und dann rastet das auch so ein. Und dann packen wir gleich mal das nächste aus. Und Hardware-Video kommt dann gleich danach. So, dann haben wir hier noch einen geilen Wikinger. Mit Hörnchen. Ist auf beiden Seiten. Hier ist auch... Ist was draufgeschrieben. Also hier muss auch Folie drauf sein. Also die eine Seite kriege ich hier leicht ab. Und hier steht auch was drauf. Was steht hier drauf? Up the bottom side. Da steht auch was in Englisch. Da müsste ich mir dann nachher mal übersetzen. So. Jetzt haben wir aber hier noch Zahlen drauf. Also ich glaube auch, dass hier noch Es ist ein bisschen ungünstig, wenn man auf die Seite raufschreibt, wo, so wie es aussieht, keine Folie drauf ist. Oder es ist eine Folie drauf. Ich bin zu doof, die abzumachen. Nee, ich glaube, ich hab's. Doch, da ist ohne Folie drauf. Ah! So. Ist doch auf beiden Seiten eine Folie drauf. So. Dann haben wir nämlich auf der Seite auch eine Folie. Da muss ich hier auch erstmal sehen, wie ich die abkriege. Weil auf einer Seite war sie ziemlich, also da, wo der Aufkleber ist hier, dass man Folie abmachen soll, da war die Folie ziemlich gut abzumachen. Hier ist sie echt. Sehr bescheiden abzumachen. Muss ich mal so. Sagen. Ja, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen Fummelarbeit machen, würde ich sagen. Und Batterien raussuchen und dann werden wir gleich nochmal ein Video machen, wo wir den dann in, wo wir die Bäden dann in Action sehen werden. Also auf der Webseite sahen die echt geil aus. Ich werde mal meine Tochter fragen, die hat bessere Fingernägel, vielleicht kriegt die das ja ab. Weil, wenn man das hier so sieht, seht ihr ja, das ist so ein bisschen milchig, das ist komplett durchsichtig. Also wenn, sieht man ja also richtig gut, denke ich mal. Oder die Unterschiede sind. Also muss hier wahrscheinlich auch definitiv noch eine Folie drauf sein, die wir abkriegen müssen, können.
Könnte hier so, ja, auf der anderen Seite, habe ich bei der falschen Seite versucht abzumachen. Ich glaube, ich habe bei der falschen Seite versucht abzumachen. Weil man kann die echt schwer ertasten. Also da würde ich mir wünschen, dass man da irgendwie bei so Großflächen Motiven, die keine kleine Angriffsfläche haben, wie bei dem Controller jetzt hier zum Beispiel, dass man da irgendwie, auf einer Seite kriegt man es ja hin, aber erstmal, dass es vermerkt wird, dass beide Seite Folie ist. Und bei der zweiten Seite irgendwie, dass man die besser abkriegt. Weil du hast hier echt Probleme, die abzukriegen. So, ich würde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir ja, die uns genau angucken werden, wie sie leuchten und Knöpfe und alle drum und dran. Däumchen, Träumchen.